Bevor dieser Vlog losgeht, hier nochmal eine ganz kleine Erinnerung. Ich bin gerade auf der Suche nach meinem Paket, also meinem Geschenk für mich selbst. Aber falls ihr noch ein Geschenk sucht, für Weihnachten zum Beispiel, dann kann ich euch nur das Buch meiner Frau empfehlen, mit dem Blindenstock nach Togo. Jetzt bestellen, dann ist es zu Weihnachten garantiert da. Und ja, jetzt geht's los. Moin, meine Blind Dog Family. Ihr wisst ja, was im letzten Vlog passiert ist. Die Problematiken mit dem Paketzusteller und so weiter und so fort. Es geht auch heiß her auf Instagram und so weiter und so fort. Und jetzt gab es ein paar Probleme. Gestern war der eine Laden zu und dann musste ich woanders hin. Bei dem anderen wurde es aber nicht abgegeben, obwohl es da stand und Support hat was anderes gesagt. Ist ja auch egal. Ich bin jetzt auf der Suche nach dem so einem Autoteileladen, wo mein Paket abgegeben ist. Ich hoffe, wir finden es da und dann fahren wir nach Hause und dann packen wir das endlich aus. Weil damit will ich ja auch Inhalt für YouTube und so generieren. Ne? Wir haben das Paket, ab nach Hause! Super freundlicher Typ, der beim Autoteileladen, und ich bin auch froh, dass die Geschichte jetzt endlich durch ist. Blöd wäre natürlich, wenn das Teil irgendwie jetzt kaputt wäre oder allgemein beschädigt wäre, jetzt nicht vom Lieferdienst an sich, sondern allgemein, aber krass, hier sind voll die Flugzeuge, warte mal. Könnt ihr die sehen? Nee, ne? Ich glaube, so ein Wolken. Naja, es ist auch richtig. War das die Polizei? Oh mein Gott, ich muss weg! Jetzt habe ich den ganzen Tag nicht gevloggt und ich hoffe, ich bin irgendwie drin, aber egal, muss jetzt passen. Denn ich habe hier mein Steam Deck. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Mein Steam Deck den ganzen Tag installiert, gemacht. Und die Frage ist, war das Ganze umsonst? Das habe ich nämlich wirklich gedacht, weil eine Zoom-Funktion ist zwar hier drin, aber nur in dem Spiel. Und in dem Spiel ist das ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Ich zeige euch das mal. Wir suchen uns jetzt mal hier ein Spiel aus. Das hier machen... Ich muss auch mal die Steuerung lernen. Zack, wir öffnen das Ganze mal. Und jetzt ist das hier gestartet. Jetzt gehe ich hier rein. So, jetzt habe ich ein Auto zu sehen. Jetzt drücke ich die Steam-Taste und die L1-Taste. Zack, jetzt gehe ich rein. Aber seht ihr, der gesamte Spielbildschirm wurde einfach auch verkleinert. Das heißt, das Ganze ist gar nicht darauf optimiert. Das heißt, ich vergrößere zwar den Bildschirminhalt, aber es passiert nichts. Ja, und das ist natürlich ziemlich enttäuschend. Ich habe zwar viel dazu im Netz gelesen, aber ich dachte mir so, hey, das muss doch irgendwie funktionieren. Selbst die Nintendo Switch hat eine Zoom-Funktion, die systemübergreifend funktioniert und auch in Games. Aber diese Funktion gibt es nicht oder ich habe sie noch nicht gefunden. Und das hat mich sehr, sehr gestört. Aber was sehr cool ist, du kannst diesen Bildschirminhalt einfach auf alles mögliche screencasten. Also auf dein MacBook, auf dein PC, auf dein iPad, auf dein iPhone. Wahrscheinlich auch auf Android-Geräte mit einer App Steam Link. Und wenn du gutes Wi-Fi hast, dann funktioniert das auch gut. Das heißt, hier kann ich jetzt nicht sehen, wie viel GTA runtergeladen ist. Ich kann aber über ein iPhone sehr einfach, wenn du es einmal ein Setup gemacht hast, einstellen. Und dann kann ich dann mit Zoom das benutzen. Also, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, so. Ich habe so ein komisches, mulmiges Gefühl, den Stress, den wir hatten und so, aber das Ding ist jetzt da, es macht Spaß und ja, ich soll meinen PC ersetzen. Aber gut, wir gehen jetzt Bücher verkaufen und wir gehen für zu Ballett für Blinde und so. Ich habe jetzt wahrscheinlich zu viel Technik-Nerd-Kram gemacht, das gehen wir mal rüber. Es geht ja zu Ballett für Blinde, die haben jetzt heute und die nächsten Tage ja ihre echte Aufführung mit Gästen und so weiter und so fort. Und das ist Teil 2 des Videos. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann ich das hier hochladen werde. Entweder war das jetzt oder es kommt oder... Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein Buch dabei. Jasmin hat diverse andere Bücher dabei. Sie kommt auch gleich mit dem Auto. Ja, wir fahren mit dem Auto und dann müssen wir schnell aufbauen. Es geht gleich los. Die Premiere für die, für unser Buchverkauf, für alle. Und wenn ihr natürlich Videos solcher Art feiert, wenn ich unterwegs bin irgendwo, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal auf jeden Fall, da wird noch sehr, sehr viel passieren. Aber jetzt muss ich erstmal hier über Grüne rüber, ich muss mich konzentrieren. Ich kann ja Jasmin gleich mal fragen, wenn sie da ist, wie aufgeregt sie ist. Aber was für den Bücherverkauf angeht, bin ich persönlich echt aufgeregt, ja. Also, gibt schon viele von euch, die das gekauft haben, aber das nochmal dann vor Ort zu sehen, wenn Leute kommen und so, ach, mein Herz. Wo war nochmal hier der Eingang? Ich bin komplett verwirrt. Jetzt glaube ich, warte mal, ich glaube, es ist in diese Richtung. Ich bin komplett verwirrt, ey. Ich war schon bei 3 verschiedenen Türen und, aber wobei, nee. Ich muss mal kurz gucken, wo jetzt hier der Eingang ist. Ich glaube, was steht da oben? War das hier der Eingang? Ich glaube, ja. Ich bin komplett verwirrt. Nee, hier ist der Eingang. Doch.
Nee, hier ist der Eingang auch nicht. Ich muss noch mal kurz googeln, weil ich bin jetzt gerade komplett verloren. Okay, ich bin in irgendeiner Jugendeinrichtung gelandet. Wir machen das Gentleman-like. Ich hole jetzt meine Frau ab, die kommt auch ein paar Minuten und sagt dann zu ihr, guck mal, was für ein toller Ehemann ich bin. Ich hole dich echt vom Auto ab und trage deine Sachen. Vielleicht zieht sie ja. So, es soll ja nicht heißen, dass hier Mr. Blindjack den Weg nicht findet, ja? Also, habt ihr schon mal einen Vlog gesehen, wo ich den Weg nicht gefunden habe? Nein. Genau bei diesem leuchtenden E-Scooter bin ich ausgestiegen, das weiß ich. Hat mal was Gutes, dieser E-Scooter, ja? Gibt's auch. Und hier irgendwo sollte meine Frau gleich ihr Auto parken. Okay, es sind nicht unsere Autos. Und da kommt sie. Oh, endlich. Mal gucken. Das kriegen wir jetzt wahrscheinlich alles hin. So ein paar Meter nach vorne gehen. Jetzt haben wir noch 20 Minuten, um das Ganze aufzubauen. Da bin ich echt mal gespannt, inwieweit wir das schaffen. Hallo. Na, bin hier. Hey, alles gut? Ja. Klappt, wir haben es ganz eilig. Wir gehen ganz schnell. So, wir sind da. Ich bin einfach hier an diesem Eingang vorbeigelaufen, ey, so blind wie ich bin. Egal, machen wir mal schnell auf. Puh, oh, ich sehe nichts mehr. Das hier ist ein Panierstoff und hier so ist auf jeden Fall unsere Ecke, wo wir uns dann so ein bisschen ausbreiten. Jasmin ist schon fleißig dabei. Das heißt, hier sind Getränke. Ich will nicht, dass da Alkohol drin ist. Und dann musst du einfach hier hinter uns gleich den Eingang rein und dann sind die ganzen Leute, ja, die Zuschauer sind noch nicht da, aber die kommen gleich. Hier ist der Eingang, wir gucken mal. Und die Balletttänzerinnen kommen hier dann, Tänzer und, ach, ihr wisst schon, was ich meine, kommt dann hier quasi rein. Und hier ist die Fläche, wo das Ganze dann stattfindet. Und hier, wo ist das reserviert? Ich glaube, es ist reserviert. Egal, ich setze mich mal kurz. Hier setzt man sich dann quasi hin und dann schaut man sich das Ganze an. Ihr habt es ja im letzten Video ja gesehen, oder? Ich glaube, ich bringe das Video jetzt online, sodass man, ja, ich mache das. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich habe zwar keine Vorführung, aber trotzdem Aufregung. Ist cool. Hier sind schon mal die ersten Bücher. Hier ist Panierstoff. Und ich zeige euch das mal ein bisschen. Hier ist ein Bilderrahmen. Da sind, ich weiß nicht mehr genau, was da drauf ist. Du hattest es mir erklärt, aber du bist im Stress. Drei Bilder und da steht drauf, dass eben pro verkauften Buch 1 Euro an Bildung von Balanka geht, also den Verein, in dem ich gearbeitet habe. Genau. Und Balanka ist das Dorf, wo wir waren und wo ihr auch die ganzen Vlogs gesehen habt in Togo. Und hier sind noch Flyer und ein anderer Stoff. Und dann sind wir eigentlich auch schon relativ durch. Bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, die müssten da hinten irgendwo sein. Schauen wir mal. Und wie sieht es bei dir aus? Ist er richtig schnell aufgebaut? Ja, war ja alles heute etwas hektisch. Ja. Ich bin super froh, überhaupt die Bücher gefunden zu haben. Absolut. Da waren sehr, sehr liebe Mitarbeiterin bei Thalia. Genau, jetzt hoffen wir, dass ich hier was verkauft. Auf jeden Fall. Ich gehe jetzt endlich mal nach hinten. Ich suche die jetzt mal. So, ich gehe irgendwie hier längs, war der ganze Spaß, glaube ich. Und dann geht das hier rein. Ich gucke mal, ob ich die finde. Nee, warte mal, dieser Weg war das nicht. Oh, ich glaube, ich bin lost. Okay, ich muss irgendjemanden fragen. Hier spielen die Musik, wenn ich irgendwo reinrenne, dann finde ich die bestimmt nicht. Aber, wir gucken mal. Die wärmen sich gerade auf, das wollte ich jetzt nicht filmen. Sobald sie warm sind und ready sind, werde ich mal gucken. Ich wollte jetzt nicht einfach unhöflich sein und einfach filmen, das ist ja auch nicht gut. Das macht man ja nicht. Hinter uns sind schon viele Leute, die gehen schon alle rein. Ich habe die jetzt nicht mehr erwischen können. Deswegen, sie sollen einfach die Show genießen. Vielleicht kriegt ihr Impression von der Show. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Das ist schon relativ voll hier. Ihr seht es hinter mir. Die ganzen Zuschauer sind da. Ich stehe jetzt gerade hier mitten auf der Bühne. Ich habe auch so ein kleines Plätzchen für mich gefunden. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Ihr bekommt ein paar Einblicke. Vorführung ist zu Ende. Ja, ich habe jemanden kennengelernt oder du hast mich kennengelernt. Ich weiß nicht, wie es gelaufen ist. Auf jeden Fall haben wir miteinander geredet. Ja. Wie fandest du die Vorführung? Wie heißt du? Hi, ich bin Lilly und ich fand die Vorführung absolut der Hammer. Ich finde es toll, wie
eingebunden. Wir wurden quasi als Publikum mit den Menschen, die getanzt haben. Und es war einfach eine sehr sinnliche Erfahrung, kann man sagen. Ich habe gehört, du machst auch noch etwas. Vielleicht magst du es auch noch mal kurz erzählen, denn Support ist kein Mord. Also immer sich gegenseitig unterstützen. Sagt Flying Uwe, nicht ich. Grüße gehen raus an dich, falls du das Video siehst, weil den kenne ich auch ein bisschen. Erzähl mal. Wir sind ein Verein, anders gleich anders heißen wir. Wir sind also für jedes anders, deswegen haben wir uns sehr auf diese Vorstellung heute gefreut. Wir versuchen halt auch alle Menschen, egal welches anders sie haben, einzubeziehen und zusammenzubringen. Das machen wir sowohl online mit unserem Discord-Server, als auch auf Veranstaltungen wie zum Beispiel unserem Stammtisch. Und jetzt seit kurzem haben wir ein neues Projekt, unseren Calendars. Was sieht man da drauf? Darauf sieht man mich. Ach, du bist das? Okay. Ich war dagegen. Ja, auf dem Kalender sieht man mich. Wir wollten ein Bild aus den Outtakes quasi nehmen. Okay. Aber im Kalender drin sind ganz viele wunderbare Menschen zu sehen. Pro Monat eine Person, die ihre Mobbing-Geschichte erzählt. Und zwar haben wir uns für diesen Kalender ausgezogen. Und auf den Bildern versuchen wir einerseits unseren Schmerz in dieser Zeit, wo wir gemobbt wurden oder Depressionen hatten, darzustellen. Aber eben nicht nur das, sondern auch unseren Weg daraus. Sag nochmal einmal die Webseite. Wir heißen anders gleich anders, also www.anders-gleich-anders.de. Okay, habe ich wahrscheinlich verlinkt, wenn ich es nicht vergesse. Ihr wisst, ich vergesse es immer. Vielen Dank für das Interview. Dann danke ich dir, ich nehme es mit nach Hause und ich gucke es mir mal an. Und jetzt haben wir natürlich auch noch was Kleines für dich. Also, Jasmin. Ich gebe dir auch meine Visitenkarte, also nicht Visitenkarte, aber Karte. Vielen Dank, ich bin weiter. Genau. Hast du ihn übergeben? Ja. Ich habe es gar nicht gesehen. Oh Mann, aber auf jeden Fall hast du auch von uns einen Hut bekommen. Wir signieren dir das auch gleich, denn damit du was ganz Persönliches hast. Und ich habe Hunger. Wir sind jetzt im Auto auf dem Weg nach Hause. Wir waren mittlerweile noch ein bisschen essen und so weiter. Es ist fast 2 Uhr nachts, aber war eine coole Sache. Also, das war ein super cooles Gespräch. Es sind 5 Bücher verkauft. Und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Auf Wiedersehen. Gute Nacht.